dachte, wir waren uns einig. Unbedachtes Morden kommt nicht wieder vor. In der Tat, mein Herr. Deshalb habe ich mir das auch ganz genau überlegt. Und jetzt ab mit dir in den Hasenhimmel, Schlappohr. Victor! Nicht doch! Was zur... Das Gerät ist spitze, was, Gromit? Der Hasensauger WV-6000. Der gemütliche Erfinder Wallace und sein schlauer Hund Gromit betreiben ein kleines Schädlingsbekämpfungsunternehmen namens Antipesto. Die Jagd nach harmlosen Hasen, die den jährlichen Giant Vegetable Wettbewerb bedrohen, gelingt dem cleveren Duo erfolgreich. Doch dann werden sie von der hübschen Gräfin Tottington mit der Beseitigung eines gigantischen, geheimnisvollen Ungeheuers beauftragt. Und sie sind nicht die einzigen. Auch der schießwütige Victor Quatermain hofft, durch vordergründig heldenhaftes Auftreten das Herz der Gräfin zu erobern. Gleichzeitig will er sich auch seines nichtsahnenden Rivalen Wallace entledigen. Das ist die Lösung für all unsere Unterbringungsprobleme. Wenn ich einfach den Hasensauger mit dem Gehirnmanipulationsautomaten verbinde... können wir den Häschen eine Gehirnwäsche verpassen. Das wird eine Hasenrehabilitierung. Grünzeug ist schlecht. Grünzeug ist schlecht. Grünzeug ist schlecht. Die Regisseure Nick Park und Steve Box präsentieren zum ersten Mal einen Film mit ihrem beliebten Knetfiguren-Duo in voller Spielfilmlänge. Detailverliebte Gummiwelten, bevölkert von liebevoll ausgearbeiteten Plastilinfiguren und eine Handlung mit überraschenden Wendungen, sorgen dafür, dass Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen den Kurzfilm in nichts nachsteht. Auch die zahlreichen Referenzen auf Klassiker des Horrorkinos wie Frankenstein oder King Kong tragen die typisch komische Handschrift der Regisseure. Ach, komm schon, Gromit! Ein bisschen mehr, du weißt schon, verführerischer. Hoho, ho, sehr gewagt. Haha, das ist schon viel besser, mein Junge. Was kann jetzt schon noch schief gehen? Du haust einen total um. Das Team um Nick Park und Steven Box hat die Klumpen meisterhaft geknetet und ihnen so viel Leben eingehaucht, dass es mühelos für einen armfüllenden Film reicht. Wen Wallace und Gromit, der schrullige Superbrite, der Hund mit entsprechenden Augen und die ganze schöne bunte Knetgummiwelt mit ihren wunderbaren Daniel-Düsentriebmaschinen nicht begeistern, der kommt in die Hölle oder wird zu ewiger Werner-Lektüre verdammt. Sieht aus, als wäre die Flucht hier zu Ende.